Braunschweig. 250 Gäste feierten den Betriebsstart vom Enno. Pünktlich um 6.14 Uhr hat Enno mit der ersten Fahrt von Wolfsburg nach Hannover seinen Betrieb aufgenommen. Wir freuen uns, dass wir mit neuen Betreibern hier im Raum Braunschweig an den Start gehen und ja auch darüber hinaus gemeinsam mit der Region Hannover und der Landesnahverkehrsgesellschaft jetzt wirklich mit hochmodernen Fahrzeugen, besserem Angebot und größerer Geschwindigkeit etwas für unsere Fahrgäste tun können. Und von daher ist für uns heute ein Tag der Freude und wir freuen uns natürlich auch, dass viele Prominente heute gekommen sind, um das mit uns zusammen zu erleben. Ziel des Zweckverbandes Großraum Braunschweig, ZGB, und des Betreibers Metronom ist es, in den nächsten Jahren noch mehr Menschen von den Vorzügen des öffentlichen Nahverkehrs und des Ennos zu überzeugen. Dabei helfen die fabrikneuen Fahrzeuge im frischen Design mit kostenlosen WLAN und doppelten Kapazitäten auf vielen Verbindungen. Nach der Ankunft am Hauptbahnhof Wolfsburg begrüßte Henning Brandes, Verbandsdirektor des ZGBs, die angereisten Gäste stilecht aus dem Führerstand des Zuges. Ich darf Sie heute Morgen ganz herzlich hier auf dem Bahnsteig in Wolfsburg begrüßen zu unserer Betriebsaufnahme vom Enno. Ich tue das aus einem der 20 neuen Fahrzeuge des Zweckverbands Großraum Braunschweig. Ich freue mich wirklich riesig, dass Sie heute Morgen alle gekommen sind. Für uns ist das ein ganz, ganz großes Ereignis nach 3,5 Jahren Arbeit, dass wir jetzt hier mit dem Enno starten können. Pünktlich um 6.13 Uhr ist Enno in Betrieb gegangen, hat pünktlich seinen Betrieb aufgenommen. Wir sind von Braunschweig nach Wolfsburg gefahren, haben auch kontrolliert. Er fährt auch 160. Die kleinen Fahrgäste haben sogar festgestellt, er fährt sogar 161, wenn man voll aufdreht. Also wir schaffen das in 19 Minuten von Braunschweig nach Wolfsburg. Und es hat auch alles hervorragend geklappt. Anschließend ging es ins Feno zur offiziellen Betriebsaufnahmefeier. So, alle mir nach, wer eingeladen ist. Bei der ersten offiziellen Betriebsaufnahme im Feno betonten alle Redner, dass Enno als neue, junge Marke schon jetzt ein Gewinn für die Region ist. Mit dabei waren mehr als 250 Gäste, unter ihnen Niedersachsens Verkehrsminister Olaf Lies, die Oberbürgermeister der Städte, die Enno verbindet, und zahlreiche Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung. Für die ersten 100 Tage bat Detlef Tanke, Vorsitzender der Verbandsversammlung des ZGBs, die Fahrgäste um Nachsicht, wenn noch nicht alles sofort rund laufe. Sein Wunsch sei es, dass immer mehr Menschen in der Region die Vorzüge des ÖPNV kennen und schätzen lernten. Also das ist ein großer Fortschritt für die Region, weil wir haben mehr Komfort in den neuen Zügen, wir haben mehr Kapazitäten auf den Strecken von Wolfsburg nach Hannover und über Braunschweig nach Hildesheim. WLAN ist ein Zeichen für Modernität. Ich glaube, dass wir damit das Fahrgastaufkommen steigern können. Und für die Zukunft brauchen wir natürlich noch mehr Angebote. Wir brauchen auf den wichtigen Strecken im Zweckverband den Halbstundentakt. Dazu brauchen wir mehr Mittel vom Land. Und daran arbeiten wir zurzeit, eine Vereinbarung hinzubekommen mit dem Land Niedersachsen. Von dem größeren Kuchen, den es ab dem Jahr 2016 gibt für das Land Niedersachsen, ein größeres Stück in der Region Braunschweig genießen zu können und das Stück in den anderen Regionen bei der Landesnahverkehrsgesellschaft und in dem Raum Hannover wird auch größer. Ich glaube, wenn wir das gemeinsam lösen, können wir die Angebote bei uns im Großraum Braunschweig noch verbessern. Das ist dringend erforderlich. Also die Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs und des schienengebundenen Personennahverkehrs ist ein Schwerpunktthema der Landesregierung. Und das gilt für alle Regionen Niedersachsens. Und in besonderem Maße, mit besonderem Nachholbedarf, gilt es für die Region Braunschweiger Land, gilt es für den Bereich des ZGB. Und ich glaube, dass wir heute mit der Inbetriebnahme des Enno einen weiteren Schritt nach vorne machen. A, die Kapazität der Züge gerade in den Hauptverkehrszeiten vergrößert wird. B, wir haben einen verlässlichen Stundentakt, den wir natürlich gerne zukünftig in einen Halbstundentakt weiter ausweiten wollen. Das Thema WLAN im Zug, mehr Qualität. Alkoholverbot und Zugbegleiter mehr Sicherheit. Das sind Themen, die eine ganz große Rolle spielen. Und mit in Ergänzung zu den Dingen, die wir auch schon in den vergangenen Monaten und Jahren gemacht haben, ein Mehr an Qualität im schienengebundenen Personennahverkehr hier in der Region. Und jetzt geht es weiter. Wie kann ich die Taktung auf der Schiene verbessern? Wie kann ich das Thema Busverkehr verbessern? Attraktive neue Möglichkeiten. Wie kann ich das Thema Mobilität vernetzen? Das Thema Mobilitätszentralen. Ich glaube, in den nächsten Monaten und in den nächsten Jahren haben wir noch eine Menge vor hier, aber es gibt auch noch eine Menge zu tun.